Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Newsflash zum neuen Sommersemester. Ich befinde mich hier auf dem heiligen Rasen des Hochschulsports. Neben vielen anderen Sportarten wurde hier jedes Jahr im Sommer die Uniliga ausgetragen. Ab diesem Semester wird auf einen neu erbauten Kunstrasenplatz ausgewichen. Die Meinungen darüber sind gespalten. Ich muss sagen, an sich finde ich die Idee nicht schlecht, das Ganze ein bisschen auf besseren Plätzen stattfinden zu lassen, aber ich glaube, dass dem Ganzen so ein bisschen der Charme verloren geht. Ja, ich glaube, vielleicht ist es blöd, weil einmal auf Kunstrasen spielen macht nicht so Spaß, denke ich, wie auf echtem Rasen. Und dann geht vielleicht auch der soziale Aspekt verloren, weil nicht so viel Platz ist. Es sind ja Courts irgendwie mit einem Zaun rum. Also ich glaube schon, dass es das da auch noch geben wird. Also viele Leute lassen sich da bestimmt auch nicht von abbringen, aber ich habe das auch nicht immer gemacht, halt so wie Zeit war und wie auch Lust war. Also erstmal spiele ich nicht mehr mit. Es ist natürlich schade, dass es verändert werden musste, sicherlich auch mit Gründen, aber der Flair, den die Uniliga sonst immer hatte, der ist irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Ab diesem Semester werden die Spiele der Uniliga anstelle auf dem Naturrasen auf 4 deutlich kleineren Kunstrasenfeldern ausgetragen. Zudem wird der bisherige Spieltag auf 2 Spieltage aufgesplittet. Auf Seiten der Spieler überwiegt die Skepsis. Als die Information erstmals bekannt wurde, waren wir natürlich alle erstmal ein bisschen geschockt, weil wir selbst natürlich auch nicht wissen, was uns erwartet. Wir hatten jetzt letztes Jahr unsere erste gemeinsame Saison und fanden so, wie es war, auf jeden Fall ziemlich toll. Und fanden nicht, dass irgendwas hätte geändert werden müssen. Unsere Befürchtung als Mannschaft ist, dass der bestimmte Charme, den diese Uniliga immer ausgemacht hat, verloren geht. Dass diese Atmosphäre, die letzten Male echt immer wundervoll war, gestört wird. Und dass es für viele Leute nicht mehr so zugänglich ist und auch wir als Mannschaften in unserer, sag ich mal, Freizeitgestaltung nach und vor dem Spiel deutlich eingeschränkt werden. Als Reaktion auf die Neuerungen haben engagierte Uniligaspieler eine Online-Petition gestartet, um die Neuerungen vielleicht doch noch rückgängig zu machen. Univision hat daraufhin beim Leiter des Hochschulsports einmal genauer nachgefragt. In den letzten 7, 8 Jahren haben wir diesen Notstand, dass die Rasenflächen übernutzt sind. Das hat für den Sport einfach die Konsequenz gehabt, die gesamten Naturrasenflächen waren nur 3 Monate im Jahr nutzbar. Das ist blöd für die Fußballer gewesen, aber es ist vor allem natürlich auch blöd für alle anderen Nutzer, die wir auf den Rasenflächen haben. Und das sind ja eben nicht nur Fußballer. Zunächst mal geht es darum, dass diese Naturrasenfläche jedes Jahr saniert werden musste, einfach um auch nur mal eine Vorstellung zu haben. Da geht es um ca. 30.000 Euro, um die Fläche zu sanieren. Christoph Köchi, einer der Organisatoren der Uniliga, bewertet die Änderungen mit Blick auf die möglichen Alternativen positiv. Univision hat mit ihm telefoniert. Das ist grundsätzlich erstmal positiv zu bewerten, weil du halt eine Garantie hast, dass du auf jeden Fall Uniliga spielen kannst. Weil was wäre denn die Alternative? Dass die Liga einfach nicht mehr stattfindet in dem Maße und wir vielleicht nur noch einen Spieltag haben, ist halt nicht besser für die Leute. Auch das soziale Event, welches einen Teil des Charmes der Spieltage ausmacht, sieht er durch die Änderungen nicht gefährdet. Das soziale Event wird genauso groß sein und das ist einfach der entscheidende Faktor, dass es nicht darum geht, ob man auf 30x15 Meter spielt oder auf 16x40 Meter, sondern du gehst dahin, um mit deinen Kumpels Spaß zu haben. Der Göttinger Hochschulsport erhofft sich durch die Veränderungen nicht nur eine Schonung des Naturrasens, sondern darüber hinaus auch eine Verbesserung für das Gesamtprogramm des Hochschulsports. Es geht nicht nur um die Kosten, sondern es geht auch darum, dass wir ja ein breites Sportangebot zur Verfügung stellen wollen. Das ist unser Auftrag und das machen wir auch gerne. Wir haben ca. 100 Sportarten im Angebot und wir können nicht sagen, ja, wir machen Fußball auf den Naturrasenplätzen und der Fußball sorgt dann dafür, dass die Naturrasenplätze nur 3 Monate im Jahr nutzbar sind und dann bieten wir keine anderen Außensportarten mehr an. Das kann es ja nicht sein. So, und das haben wir jetzt abgestellt, weil wir eben die zum Beispiel die Uniliga, aber eben auch alle anderen Fußballgruppen aus den Naturrasenflächen rausnehmen auf die Kunstrasenflächen. Damit sind die Naturrasenflächen regenerationsfähig und damit sind sie eben auch das ganze Jahr über nutzbar. Beziehungsweise die ganze Vegetationsperiode, das heißt also von April bis Oktober. Auf Seiten der Spieler ist die Vorfreude auf die in wenigen Wochen beginnende Saison jedoch ziemlich getrübt. Wir in der Mannschaft haben auch danach gar nicht mehr so die Freude auf die Uniliga gespürt. Also es war uns eigentlich gleichgültig, ob wir mitmachen wollen oder nicht. Und vor der Bekanntgabe war es eigentlich eher so, dass das für uns das Highlight war dieses Sommers. Und dementsprechend ist unsere Vorfreude ein bisschen gekippt. Wir sind alle sehr skeptisch und schauen, was bei rauskommt. Es kann natürlich auch gut werden, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Angesprochen auf den möglichen Verlust des Charmes der Uniliga,
blickt Axel Bauer hingegen optimistisch in die neue Saison. Es kann ja auch ein Charme sein, dass man zum Beispiel einen verlässlichen Spielplan hat, dass man nicht eben wegen schlechtem Wetter ein paar Stunden vor der Uniliga erfährt, dass jetzt das abgesagt werden muss, weil der Platz nicht bespielbar ist. Es wird einen anderen Charme geben, es wird einen neuen Charme geben. Und ich finde, wir sollten erstmal eine Saison abwarten und uns hinterher dann wieder darüber unterhalten. Mal ganz davon abgesehen, dass aus den faktischen Gründen, die ich vorhin genannt habe, es niemals ein Zurück geben kann. Also das ist völlig klar. Die neue Saison wird zeigen, ob die Veränderungen angenommen werden. Der Zahl der Anmeldungen zur neuen Saison haben die Veränderungen jedoch scheinbar nicht geschadet. Bisher haben sich mehr Teams als jemals zuvor angemeldet. Das war die Sonderausgabe des Newsflash im Mai 2016. Bis zum nächsten Mal. Thank you.